großen schwarze Klinge und erfüllte die Assassinendolche mit ihrer Macht. Dieses Zeichen beweist das Ritual und verbirgt die Wahrheit über die Verschwörung. Ach so. Ne, Moment. Moment, in der Nacht der schwarzen... Schwarzen Black Blade? Ne, was? Ja. Ja, okay. Schwarze Klinge war halt. Ich habe noch keine Ahnung, was wir damit machen. Das ist irgendein Quest-Item oder irgendwas. Weiß ich noch nicht. Und genau, wir hatten noch einen Talisman. Jo. Das war der hier. Kritische Treffer regenerieren FP. Dieser Glücksbringer wurde den dunklen, schimmernden Klingen nachempfunden, die in der Nacht der schwarzen Messer zum Einsatz kamen und das Leben des ersten Halbgottes fordern. Ist die Nacht der schwarzen Messer die Nacht, ja, in der Godric getötet wurde? Ja, scheinbar. Moment, Godric? Ne, warte mal. Nee, du, den Marika. Nee. Ne, es gab. Ja. Wer war denn das? Godfrey. Godfrey, nicht Godric. Godfrey war der Erste. Der Erste. Genau, der Erste mit den Splittern. Item links? Als ob da noch ein Item war. Da war kein Item. Nee, oder? Oh, jetzt schreiben es mehrere Peter. Ciao, Drachenwelt. Ciao, Drachenwelt. Vielen Dank. Godfrey der Goldene. Doch, da war eins. Okay, er muss nochmal rennen. Als ob. Wie viel brauchen wir? Noch 1000. Ja, aber easy. Ja, das kann gut sein, dass die da Dark mit Schwarz übersetzt haben. Also das finde ich, ich finde einige Übersetzungen, also auch warum übersetzt man Intelligence mit Mind? Nee, andersrum. Ja, Peter, wir haben gerade eine 100er Bombe gekriegt. Ja, von Keep Procs. Hat gerade nochmal 100 Subs verschenkt, ey. Der hat heute aber auch was vor. What? 100 Subs. Das ist krass. Ich häng fest. Ach, das ist doch belastend jetzt. Du bist doch noch da. Achso, du bist schon tot. Ja, ich glaube, ich war schon tot. Okay, vielen Dank. Vielen lieben Dank, vielen das, lieben Dank. Sehr großzügig. Dieses scheiß Item, wenn er jetzt kein fucking awesome Item ist, Chat, ne? Alter, Dankeschön. Danke. Deutsche Übersetzung hat viele Fehler. Mhm. Na, oh, Herz zurück an dich, Keeprox. Vielen Dank. Und Chinoka hat gerade 50 Euro Trinkgeld da gelassen. Bester Stream am Abend. Ganz, ganz herzlichen Dank, Leute. Das ist schon echt krass. Aua! Aua! Das ist doch nicht. Ja. Chef Max fragt, wie sieht das mit dem Quest-Item aus? Wollt ihr dazu was wissen, bevor etwas passiert, oder lieber gar nichts hören und selbst abwarten? Weil das Ganze ist leider relativ missable. Lass uns erstmal gucken, welches Quest-Item? Das was wir gerade gesammelt haben. Ja, genau. Also, kann das komplett... Also, wenn wir an einer bestimmten Stelle im Spiel angekommen sind, kann man das dann nicht mehr machen? Ich weiß halt nicht, wie das funktioniert. Bei vielen Sachen hatte jemand mal im Chat geschrieben, also es ist jetzt natürlich nicht bei allem, aber bei vielen Sachen kann man ja, die okay, auch später noch machen. Was denn? Aber in dem Fall scheinbar nicht. Okay, das ach, ist eine fucking Chat. Kerze, Chat, das ne? Ist eine Kerze. Ja, den Fall habt ihr uns verpasst. Scheiß war da. Ihr Ficker. Der Page hätte da ein Item gefunden. Aber ist okay. So.
Ja, Chef Max, so ein kleiner Tipp, der uns so ein bisschen in eine Richtung drückt, wäre dann vielleicht gar nicht so verkehrt, weil wenn wir wissen, dass wir das verpassen können. Haha! Oh, der Schild hat aber echt geholfen. Das hat den okay, irgendwer im Roundtable hat einen zu dem Item geschickt. Okay, alles klar. Das reicht ja schon. Oh, ja klar, der da an der Wand steht. Der hat doch noch gar nichts gesagt. Ey, der hat uns aber auch nicht dahin geschickt. Achso. Und der Storm will bei dem Monster startet die Quest. Oh mein Gott. Was? Das habe ich akustisch nicht vernommen. Unter dem Monster. Ne, unter Stormville bei dem Monster startet die Quest. Ist das die Quest? Okay, interessant. Es gibt tatsächlich. Das ist mir bei meinem Playthrough aufgefallen. Unter Stormwelt gibt es ja noch dieses eine Bossmonster. Das haben wir einmal bekämpft, aber haben wir nie besiegt. Da, wo dieser komische. Leute, eine Spinne. Dankeschön nochmal, Geeprox. Oh Mann. Aber ja, wir sollten erstmal zum Roundtable gehen und da mit allen reden und gucken, was dann passiert. Okay. Ich will immer noch da hoch. Also. Da ist extra eine Treppe, dass man runterkommt. Also, das ist ja auch ganz schön. Aber kommt man jetzt wirklich nur von hier hinten, hier hoch? Weil. Hier kommst du nicht hoch. Oh, warte. Hier. Vielleicht. Ganz außen rum. Oh Gott. Naja, dann können wir auch zum Roundtable. Weil hier war ja auch noch. Warte. Da war die Mine. Wo war die andere? Oben. Naja. Nee, dann ist okay. Ja, die Minen kennen wir schon hier in Triaron. So. Ah, you will then. May the Golden Order shine. Oh, warte mal. Hab den normalen Boss gar nicht gekillt? Doch. Den normalen Standardboss hinter der Tür haben wir gekillt. Also hier, die habe ich weggemacht. Ach ja. Always good to see you safe. So, what do you need? Ah, so you've met Dee. Dee is an old friend. We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged. Never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. Okay. So, pass auf, über den Leichnam unter Sturmschlei. Interessant, dass du das jetzt hast, weil das wurde bei mir freigeschaltet, als ich unter Stormville war. Und da ist dieses fette, riesige Gesicht. Weißt du, wo ich an den Ratten gestorben bin? Ja. Da also kommt wo ja das ist, weiß ich nicht, aber ich kann mich an die Szene noch erinnern. Ja, und dahinter kommt so ein riesiges Bossmonster, das genau das gleiche ist, wie wo man wo man das Spiel startet, direkt runtergeht. Das war da auch. Und da war so dieses riesige Gesicht am Boden. Jo. Ja, und davor ist dieser, so eine... Wo wir gesagt haben, der sieht aus wie Cthulhu. Ja, genau. Und davor liegt so ein Blut-Symbol. Und das war weird, weil, wenn du dir das anguckst, sieht das so aus, als wäre so ein Typ wie er von hinten erdolcht worden. Ja. In so einem PvP-Kampf. Und als ich das gesehen habe, konnte ich das anklicken, was du jetzt anklicken konntest, interessanterweise. What? Ah, der hat noch mehr Zauber. The
misshapen corpse under Stormveil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Macht das mal nicht unbedingt. Bevor wir das überreichen, sollten wir uns vielleicht nochmal umhören. Ich weiß nicht, ob der cool ist. Ich weiß, dass auf jeden Fall die um uns umarmt, hatte danach noch mit mir über den geredet. I am pleased to see. Would you like me? Ciao, Oso Kailan. Now. You are so. Scheiße, wie viel Leben hatten wir? 800 irgendwas. Da, guck mal, stimmt, die hat uns Leben weggenommen. Ja, aber das kriegen wir ja wieder. My dear, have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep. Okay, wo war denn Roger nochmal? Das ist der Zauberer. Ach, das war Roger. Ach so. In truth, I've heard tell from someone else about the black knife prints that fascinate dear Roger so. Ooh. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hole. Perhaps you could make use of it? Dear Roger likes to talk of it when abed. The ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. Hm. Ja, okay. Then good day to you, my dear. Und die Karte habe ich auch. Und es könnte sogar sein, dass die uns quasi dahin führt, wo wir gerade waren. Denke ich mal. Ja. Eine einfache Karte von 4. Ja. Oder nee, Moment. Auch der Erdschwert. Ja, der Mini-Erdschwert auf der linken Seite. Das passt schon. Ist das denn rechts nicht ein Magierturm? Das ist. Oder ist das wirklich. Ich hätte jetzt gedacht, das ist der Turm, aber. Nee. Oh, da müssen wir noch hin. Ah, ist da. Da kriegen wir vielleicht einen Zauber mehr. Ja, stimmt. Gym. Okay, dann können wir ja doch dem das eigentlich geben, wa? Ja, da waren wir ja gerade. Also ja. Der Hinweis schickt uns dahin, dann kriegen wir dieses Messer. Und das Messer können wir dem geben, also. Denke ich auch mal. Und wir brauchen die Geister. Nicht Grab. Nicht Grab, ja. Scheiße. Kriegen wir denn Geister? Weil die Grabesdinger kriegst du ja aus den Katakomben. Ja. Aber wo gibt's denn die Geistertallinien jetzt schon wieder?
Nee, nee, Sissiki, in der Höhle war ich bei meinem Plateau noch nicht. Nee, meinte nur, ob ich da schon war. In meinem Playthrough war ich aber nicht. Achso, warte. Erst zu Rogier. Ja, ja, Chef, guck mal hier. Du das gut. Oh, still need something? This is a black knife print. I can scarcely believe you managed to get your hands on this. You recall our conversation about the Knight of the Black Knives, yes? Vor 5 Minuten, they ja. Say the assassins who carried out the deed were scions of the Eternal City. A group entirely of women, arrayed in armor of silver under cloaks which fooled the eye. The knives they wielded, though, were imparted with the power of the Rune of Death through sinister rite. Please, I beg of you. Lend me the knife print for a time. I'd love nothing more than to tease out its secrets. Though only a fragment, a very specific ritual had to be performed to impart the power of the Rune of Death. Traces of the one who performed the rite are sure to remain in the imprint. Half my body has been suffused with death. I'm certain you'll help me see. Okay. Da kommen wir später nochmal wieder. Was sagt denn die dazu, der da sitzt? Ja, der hier? Ja, der ist die. Also der heißt einfach D. Mit, über den haben wir ja gerade mit dem anderen gesprochen. Okay, nein, nix. Ja, okay. Oh, richtig viel los ist bei uns nicht alle der Tafelrunde. Ja, wie gesagt, das wird auch irgendwie immer weniger. Ich hoffe, wir haben da nicht wieder irgendeinen NPC, der einfach alle tötet, ohne dass wir es mit. Aber dann würden da ja Items liegen, eigentlich, oder? Vor allen Dingen, du kannst ja nichts dagegen tun in dieser Tafelrunde, weil du nicht angreifen kannst. Also du könntest halt freundlich dann mit dem reden. Aber du hast recht. Okay, also der Plan ist jetzt hier hoch bis da. Und kurz vor, weiß ich nicht, dem Schloss oder was er da wieder ist. Rüber. Das ist aber viel höher, holy shit. Oh. Hey, ist doch Tag. Ja, was genau. Machst du denn hier? Ach, du bist ein ganz anderer. Oh. War nur zur Übung. Okay. Den Move würde ich auch gerne können mit meinem Pferd. Ja. Ja, eine ganz schön saubere Rüstung gehabt. Mhm. Der sieht ganz cool aus. Ja. Der riecht auch ganz nice. Alle Viere von sich gestreckt. Oh, was ist das denn? Aber nichts mitmachen. Ey, Keyprox, ne? Der wird natürlich auch wieder auf Pizza Me Live hochgeladen. Also, falls du pennen gehen musst, kannst du nachholen. Was macht ihr denn da? Warum kniet er? Ach so, na gut. Da sind Ruinen. Ist das eine Kirche? Oh, das sieht so aus. Ja. Sehr gut. Die Statue sieht aber jetzt anders aus. Das ist nicht mehr. Jo. Irgendein Dude? An Ketten. Trotzdem eine heilige Träne.
Sehr gut. Plus 6. Kirche ist ja auch von Bellum und nicht von Marika. Das ist insgesamt ein ganz guter Punkt von dir. Bellum war Krieg, oder? Keine Ahnung. Oh mein fucking Gott! What the shit? Das ist halt wieder hier wie bei dem anderen Schloss. Da steht wieder so ein... Ach jo, das wollte ich tatsächlich mal machen. Oh, da steht ein Trebuchet. Ah ja, ist voll. Uiuiui. Hier sind schon wieder diese Schwerter. Stehen 2, 3. Ach du Scheiße. Ey Leute, ich bin nur so am Durchritt, ne? Ist alles cool, ne? Wir sehen uns später immer wieder. Das da sieht ganz geil aus. Ja, ja. Wir haben mittlerweile so viele Symbole hier überall. Wo ja, wollte ich denn jetzt hier rechts? Irgendwo da. Ich glaube, das kommt noch. Ist hier irgendwo Gnade? Was ist das denn? Können wir das mal kurz entdecken und dann wieder gehen? Das sieht crazy aus, ey. Sieht aus wie die nächste Gegend für Storytime. Ich dachte, man geht jetzt hier rein und... Da ist eine Gnade. Großer Aufzug von Dektus. Oh, den können wir, glaube ich, noch gar nicht benutzen. Wieso regnet es hier drin? Gute Frage. Weil es die rechte Hälfte fehlt, ne? Ja, genau. Uns fehlt eine Hälfte, glaube ich. Wie viele große Runen habt ihr? 2. Oder? Oder 3? 2. 2. 2. Oh, oh. Ah, ja, ist gut. Ja. Okay, nicht in das Loch, sondern ein bisschen drumrum. Und da kommt man nicht. Ah, doch, doch. Oh, okay, man hätte hier auch hochreiten können. Sehr gut, dann kann ich den hier wegmachen. Warum haben wir denn eigentlich noch 20 andere? Achso, weil ich da zum Baum will. Etwa da? Weiß ich nicht. Kann weg. Also sind die echt verwirrend. Da rechts ist noch eins. Da hinten ist noch eins. Warte mal, habe ich jetzt so 2 oder 4? Ne, das dauert ja mal ein bisschen. So. 4. Ja, die 2 ist auch noch da. Ja, okay. Oh lol, der Turm brennt. Der Himmel brennt. Ist der Turm gerade explodiert? Ich bin auch unsicher. Oh, hat er die Ra- Der macht dich verrückt, der Turm. Das ist Sauron. What? What the f- Das geht ja immer weiter hoch. Was hat denn das für eine Reichweite? Das ist ohne Scheiß, das ist 100 pro Herr der Ringe. What the fuck? Ich will hier weg. Nein.
Könnte gereicht haben. Da ist der Tree. Mein Gott, was eine Odyssee. Aber da ist auch tatsächlich der Baumwächter. Aber ich hätte hier jetzt doch ganz gerne eine Gnade. Der Turm müsste doch da. Da ist der Turm. Nee, doch. Da hatten wir ja gehofft, dass es da wieder dieses Item gibt, das einem mehr Zauber gibt. Ja, dafür sieht er aber ganz schön groß aus. Ja, da hast du allerdings recht. Also ja, können wir auch hin. Ich würde einfach nur mal gucken, ob es hier irgendwo Gnade gibt. Oh mein Gott. Was ist das denn jetzt wieder? Was klingeln die denn jetzt da rum? Ach so, ja klar, wir haben noch ein paar mehr Leute. Auge von Yelif. Ja, bimmelt ihr da mal. Ich fürchte, da kommen wir nicht hin. Also nicht von hier. Ich fürchte, du hast recht. Okay. Meistens ist es immer so ein Rätsel doch, wie man da reinkommt, oder? Oh. Das war beim letzten Mal zumindest so, ja. Mussten wir die drei Tiere finden. Die drei Tootles. Was bist du schon wieder? Der sieht aus wie mit einem Helm? Der sieht aus wie ein Riese, nur irgendwie mit einem anderen Schwert. Ich hab gerade keinen Bock auf dich, ehrlich gesagt. Invertierter Randturm? Du musst das Rätsel lösen, um einzutreten. Ah. Okay, welches Rätsel? Ich weiß es nicht. Alter, die Reichweite ist eindeutig zu gering, ey. Alter. Oh mein Gott. Don't do it! Ich bin zu jung! Hast du gerade gezaubert? Wir müssen mal von dem Turm hier weg, mein Freund. Oh, damit meine ich nicht hier rein. Die Kante da ist ein bisschen belastend. Wir müssen mal hier... Oh nein. Der ist schnell ins Gebüsch gerannt. Der musste mal pinkeln. Was war das denn? Ja, an dem Turm kämpfen ist belastend an der Treppe, wenn man da festhängt und so, ah, Mann. Aber wenn ihr das gleiche hat wie... Achso, ja. Der ist echt heftig. Ja, der hat nur viel Leben. Ich glaube, der hat bis auf die Zauber eine sehr ähnliche Bewegung wie die Riesen. Also wenn ihr ihm durch die Beine rollt, geht's ja meistens. Der macht natürlich gut Aua. Ich versuche mal den Turm da zu klären. Ich weiß überhaupt nicht, was da passieren soll. Also das ist doch... Achso, warte mal. Das ist ja Frenzy. Gibt es das hier? Immunität, Robustheit, Fokus, Lebenskraft. Magisch, Feuer, Blitz, Heilig. Ist das magisch? Braucht man dafür... Was braucht man dafür? Keine Ahnung. Madness. Ihr habt einen Helm gegen Wahnsinn. Wir haben einen Helm gegen Wahnsinn. Hat jemand im Chat geschrieben, ja. Woher weiß ich denn das? Das steht bestimmt im Text mit dabei. Oh. Es schützt vor der Einmischung des höheren Willens vielleicht. Ja. Man sieht das Auge sich nämlich selbst.
Tatsache. Ist ja jetzt. Nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Hat nicht geholfen. Belastend. Also hilft schon, glaube ich. Es hilft ganz schön. Und wenn du nicht in Line of Sight bist, geht das nicht hoch. Stimmt. Dann warten wir hier mal kurz. Ich will nämlich wissen, ob ich das abstellen kann. Gute Nacht, Cookie. Danke. Okay. Oh. Nein, nein, nein. Neben. Ja, mach nochmal, ich war auch gerade leer. Okay, wahrscheinlich muss man dann da hochklettern und da oben irgendwas machen. Entweder schlagen oder ausschalten. Das wird aber hart, ey. Ich meine, im Zweifel kannst du auch einen Runenbogen essen, dann hast du ja mehr Resi. Boah. Das stimmt, Ratten sind echt Peters Nemesis. Weil ich glaube, mich hat gerade die Frenzy gekillt und nicht die Ratten, also die der ja, Wahnsinn. Ja, das stimmt schon. Einfach deine Augen explodiert. Haben wir dagegen Talisman dagegen? Ich glaube, wir hatten halt gegen Feuer einen, gegen Magie. Oh ja, der einen Blitz, der zweite gelbe. Heiligen Schaden. Nee, das heilig schon. Erhöht Immunität, erhöht Fokus, erhöht Lebenskraft. Immunität war gegen Gift und was war das andere? Scharlach oder sowas, ne? Ja, irgendwie sowas. Fokus. Die Fokus. Erhöht den Fokus. Ah, Fokus hilft. Oh, gegen Schlaf und Wahnsinn. Ah. Ich dachte, Fokus gibt mehr. Oh, lol. Oh mein Gott. Und warte ich nochmal kurz. Jo, Chat. Aber echt mal. Und los. Hat unser Page wieder hervorragende Arbeit geleistet. Das war alles. Okay, du hast sehr viel mehr Resistenzen jetzt gerade. Scheinbar. Page hat den Turm schon geklärt, ja, ja. War so actionfilmmäßig close. Ja, denied. Erstmal Luna. Er denkt doch nachher. Ja. Okay. Shabiri, also die Feuersachen mit Madness waren ja sehr krass. Was ist denn das? Der sieht aus, als würde er da nur rumbeten. Ja, ne. Es hat aufgehört. Oh, das müssen wir hier immer platt machen. Das ist noch ein Item. Ah ja. Okay, die werden wahrscheinlich immer wieder spawnen, ne? Denke ich auch. Scheiße. Oh Mann, okay. Aber was ist denn das, was wir da gerade gesammelt haben? Hm? Diese Shabiri irgendwas. War das irgendwas Glaubensmäßiges oder so? Ich habe nicht auf die Kategorie geachtet. Ein Zauber. Bei einer rechts. Ja. Da. 33 Glaube. Ein Schrei treibt nahe Gegner in den Wahnsinn. Entfesselt einen schrecklichen Schrei, der Gegner in der Nähe in den Wahnsinn treibt. Diese Anrufung belastet auch den Zaubernden mit Wahnsinn und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass seine Gegner ihn anvisieren.
Das heißt, die Krankheit der rasenden Flamme habe mit Shabiri begonnen, dem meistgeschmähten Mann der Geschichte. Okay. Also ist es jetzt für Koop sozusagen, wenn ich Tank machen will? Ja, habe ich auch direkt dran gedacht. Heißt das andere Ding auch Shabiri? Also den Zauber, den wir schon benutzen? Moment. Ah ne, hier ist er ja gar nicht. Ja, das ist die rasende Flamme. Das ist einfach die rasende Flamme, ja. Ja, das stimmt. Benutzen könnten wir es mit dem Talisman. So, by the way. Aber ich frag mich halt, ob das für rein PvE Sinn macht. Jetzt musst du. Was? Talisman kannst du dann auch noch wechseln. Ja, stimmt. Das Früchtchen, welches ihr der blinden Frau gibt, hieß Shabiri. Jo. Hast du schon den Wolf vom Turm geholt? Ja. Yes, we have. Also gibt's hier nirgendwo so eine Gnade, Alter. Das verstehe ich auch noch nicht. Ich meine, direkt beim Turm wäre natürlich auch nicht so nice, weil dann brutzelt's ja immer direkt. Stimmt. Weil, also die Reichweite von dem Ding war richtig krass. Da sind halt auch nochmal dicke Ruinen rechts. Ah, der weiß natürlich. Hä? Weiß auf gar nichts mehr. Wahrscheinlich, weil wir schon in dem Turm waren. Weiß nicht, ob das dann deaktiviert ist direkt. Hey, guck mal, falls du es nicht siehst, da rechts ist übrigens ein Turm. Da sind so. Ja, stimmt, das ist jetzt tatsächlich nicht so die beste Hilfe. Aber bei dem Turm kommen wir halt nicht weiter, ohne das Bild zu lösen. Das Bild? Ja, das stand da ja. Das also, löste das Rätsel, aber das heißt doch nicht, dass das Bild sein muss. Da waren so, noch ein paar Nachrichten. Stimmt, okay. Ja, der war schon schwierig, wa? Okay, wenn man da war, sind die Schirme wirklich weg. Danke, Chefmann. Ja, der hat halt viel Leben. Und macht halt gut Aua. Alter. Das habe ich nicht mal mitbekommen, dass er das weil der halt so groß ist. Das sind halt die Standard-Moves, die der gerade macht von dem Riesen. So, die sind okay. Das nicht. Doch, das auch. Schon nice. Okay, Kriegsmasche Riesenjagd. Oh, du hast eine Kleve bekommen. Kleve der Dunkelkavallerie. Würde aber insane hier. 226 Stärke brauchen wir dafür. Eine nachtschwarze Glewe mit unglaublich schwerer Klinge. Diese Waffe stammt von den Dunkelkavalleristen, die auf den Hochstraßen patrouillieren. Die Glewe ist perfekt, um Gegner mit großer Wucht aufzuschlitzen und auch ideal für den Kampf zu Pferd. Glewe, nee, nicht der Ort. Schon Glewe. Ja, solche Waffen sind theoretisch für den, also was heißt theoretisch, aber praktisch für den Reiterkampf natürlich besser geeignet als der Ritter aus dem Stadtgebiet hatte die auch. Jo, der die Brücke bewacht hat, ne, an dem wir uns ein paar Mal versucht haben. Ach so, ja, okay, stimmt. Ja, weil du siehst den Kopf meistens halt, also der Kopf ist schwierig zu sehen. Generell würde ich dazu tendieren, Gegner immer auf den Kopf zu hauen, aber das ist meistens nicht so leicht. Muss vielleicht hier irgendeine Geste machen oder so? Okay, ihr müsst das Rätsel lösen, um einzutreten. Wir haben nämlich Kopf voraus benötigt und dann Geste versuchen. Okay, ja, wir brauchen eine Geste. Hey, den haben wir. Haben wir die Geste? Geste versuchen. Ja, was für eine Geste? Der zeigt die gleiche Geste. Der zeigt die gleiche Geste. Möge das Wissen den Weg weisen. Ja, dann brauchst du den Helm und die Geste. Ey, das Tor auch. Also wir sind gerade an einem Turm vorbeigeritten, wo Sauron war. Und jetzt müssen wir hier durch so ein Minen von Moria-Tor.
Also das sind beides auf jeden Fall. Eingerollt ist das nicht. Begeisterung war das auch nicht, wa? Gelehrsamkeit. War das Gelehrsamkeit? Ja, Gelehrsamkeit ist es. Frage ist, ob wir... Okay, die Geste ist schon mal richtig. Ja, aber der Helm. Wir haben den Doppelhelm. Okay, alles klar. Den haben wir auch. Das sind ja die Oberadligen, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, das sind die Klügsten der Klügen. Nur die Krassesten dürfen die das benutzen. Easy Rätsel. Sehr gut. Ja, geil. Da könnte es wieder einen Zauberslot geben. Ja, hoffentlich. Easy mit Hilfe, ja, klar. Ja, okay, ich meine, da stehen halt Dinger auf dem Boden. Da werde ich mich nicht vorstellen und die nicht aktivieren. Guck mal, der eine musstest du ja sogar. Die hier. Ja, die ist vom Spiel. Die ist vom Spiel. Die ist sogar da, wenn du offline bist. Aber ganz ehrlich, normalerweise möge das Wissen den Weg weisen, ja? Also, uff. Ja, das ist schwierig. Wie kommt man da auf die Geste? Wobei, du hast schon Geste gesagt, bevor wir überhaupt irgendwas mit Geste gecheckt haben. Also, das war dein erster Gedanke, Geste zu versuchen. Oh mein Gott, ich habe Angst. Da ist schon ein Aufzug. Nein. Ach, mit dem Vieh wieder. Ja, das scheint die Türme zu bewachen. Ich glaube, das Zeug, was es spuckt, explodiert nach einer Zeit. Also schnell machen. Schnell machen. Irgendwas war damit. Auf jeden Fall blöd. Im Englischen steht der Erudite, also genauso wie die Geste heißt. Ja, das ist ja natürlich dann nice. Das ist deutlich hilfreicher, würde ich sagen. Kein schöner Ausblick voraus. Hä? Ist doch mega schön. Wenn ich so einen Ausblick hätte, wenn ich auf meinem Balkon gucke, fände ich schon nicht schlecht. Ohne Witz. Sogar mit Aufzug diesmal. Hoch oder runter? Ah, hoch. Wie hieß die Geste auf Deutsch? Irgendwas mit Gelehrsamkeit oder so. Ja, genau. Ja, da oben ist jetzt eine Truhe und da ist ein Speicherstein, weiß ich nicht, wie die heißen, drin. Ja. Hä? Die Truhe ist schon offen. Lol. Heimers Kanone und Heimers Hammer. Das ist ja jetzt mega scheiße. Okay, das sind irgendwelche Zauber, die wir nicht brauchen. Zauber für so eine Kacke. Weisheit. Oh Mann, Alter. Oh. Heimers Hammer. Er schafft einen magischen Großhammer und schmettert ihn auf den Boden. Ihr könnt mit einem weiteren Angriff nachsetzen. Eine Zauberei von Haus Heimer, dem die Richter der Akademie angehören. Sie wurden entwickelt, um Konflikte gewaltsam zu lösen. Ey, können wir bitte umsatteln auf Weisheit? Weil, überleg mal, wie viele Zauber... Wir haben keinen einzigen von diesen Zaubern gekauft, logischerweise. Die haben wir alle gefunden. Ja gut, wir sind aber auch hier gerade im Weisheitsgebiet. Also das zweite Gebiet ist das Zauberergebiet. Ja, vielleicht hier wird auch noch das ein... Stimmt. Ein anderes Gebiet. Ein Faith-Gebiet. Wieso heißt Intelligence im Deutschen Weisheit? Ja, das habe ich auch schon angeprangert, Gommler. Ja, deutsche Übersetzung ist echt ein bisschen Much, muss man leider sagen. Ich verstehe aber nicht, wo die da herkommen. Also, ist das dann, weil die Englische würde ja nahe liegen, ne? Also, wenn du Englisch auf Deutsch übersetzt. Die haben Japanisch auf Deutsch übersetzt. Kann das sein? Oh, meinst du? Das kann natürlich sein. Das würde wahrscheinlich mehr Sinn übersetzen. Also, nee, nicht mal Google-Übersetzer, aber ich glaube, die haben von Japanisch ins Deutsch übersetzt und nicht von Englisch. Das ist ja schon sinnvoller grundsätzlich, ne? Weil dann hast du eine Stufe weniger. Weil dann von Japanisch auf Englisch werden Fehler passieren und dann hast du dann ja nochmal die Fehler ins Deutsch übersetzt, wo nochmal Fehler passieren werden, weißt du? Ja gut, aber beim Englischen habe ich jetzt noch nicht so... Ja, Englisch gut, ich kenne das Original nicht. Natürlich nicht, ne? Ja. Vielleicht sagen die Leute, die Japanisch können, auch alle, ey, Übersetzung da, alles Schmutz.
Ja, weil die Lore-Videos, die ich zwischendurch immer mal wieder gesehen habe von Souls-Game-Spielen, war halt häufiger so, okay, ja, das wurde im Englischen jetzt so übersetzt, aber dieses Wort hat im Japanischen zwei Bedeutungen und die andere Bedeutung ist aber auch passend aus dem und dem Grund. Ich glaube, eigentlich ist die Lore völlig easy, weißt du, so wie, wie so eine Kindergeschichte. Also der kannst du wahrscheinlich ganz gut folgen auf Japanisch, aber auf allen anderen Sprachen ist so, Krypto. Ich glaube, ins Englische tryharden die mehr, weil der Markt größer ist. Ja, es kann natürlich sein, dass mehr Leute dafür zuständig sind. Ja, das kann sein. Okay, jetzt haben wir ja drumherum auch gecheckt. Lass mal kurz gucken, wo wir hinkommen. Wir wollten ja noch zu dem Baum, ne? Da wieder runter brauchen wir, glaube ich, nicht. Da waren wir. Nee, ja, stimmt. Ja. Genau, zu dem Baum, da ist noch der Baumwächter. Ja, okay. Das wird übel. Die gehen meistens. Gott. Uff. Ah, nein. Ach, einfach. direkt wieder, ey. Im Englischen haben sie es ja geschafft, das Rätsel so gut zu übersetzen. Ja, genau. Das ist nämlich good auch point. Das, wo ich mir dann denke, ja. Ja, das ist richtig. Könnt ihr mal kurz die Map aufmachen? Ja, wir sind ganz im Nordosten. Wie häufig diese Frage kommt, ist super interessant. Ja klar, also... Die haben einen Turm gefunden. Ich hab auch jedes Mal, wenn ich irgendwie einen Teil spiele, eben letztens mit einem Kumpel gespielt, der dann irgendwie am Anfang war, dann ist der irgendwo rumgeeiert, wo irgendwelche magischen Sachen fallen, wo ich dann auch mal sage, ey Junge, mach mal kurz die Karte auf, weil vielleicht brauche ich die Sachen. Ah, dem hast du dann quasi auch live zugeguckt, oder was? Ja, auch bei Shareplay. Ah, das ist eine Gnade, das ist so Wahnsinn. Der war das auch, der den einen Gegner, naja, aus Versehen gecheased hat. Und der ist Level, ich glaube, 50 gewesen oder 49 oder so. Und hat dann hier Margit First Try gemacht. Okay. Weil der Schaden einfach krank ist. Ja, der Turm gibt jetzt Ruhe. Also ganz gut, dass wir den geklärt haben. Jetzt haben wir hier auch Ruhe. Ich hab irgendwie Bock, hier diese kaputte Festung mir anzugucken, bevor ich den Baumwächter try. Wobei, das klingt übel, was da drin ist. Ach Quatsch. Das sind ein paar Spinner, guck dir die mal an. Oh, ja, ein Dorf der rasenden Flamme! Da finden wir noch einen Zauber bestimmt. Wir haben schon mal ein Dorf der rasenden Flamme gehabt. Das war im Süden. Da haben wir im Dorf der rasenden Flamme im ersten, falls euch das übrigens interessiert, haben wir unseren krassen AOE-Wahnsinnszauber gekriegt. Notiz. Der Fürst der rasenden Flamme. Notiz? Das ist da oben. Tief unter Leyndell liegt unser Dreifinger. Unser Fürst, der Fürst der Rasenden. Wait, tief unser Dreifinger? Unser Dreifinger. Oh mein Gott, das ist der False God. Wir haben immer... Unser Gott hat nur zwei Finger, der hat drei. Oh mein Gott. Er kann viel besser greifen. Nee, da habe ich im Vorfeld auch schon ein Video zugesehen. Da gab es die Theorie, dass es gibt die zwei Finger und es gibt die drei Finger und die sollen mal alle an einer Hand gewesen sein. Das war wohl schon im Netzwerk. Die haben sich getrennt, oder? Ja, tatsächlich. Alter. Tief unter Leyndell. Unter Leyndell. Was ist denn? Oh mein wo ist Gott, Leyndell? Das ist echt voller Krise, ey. Voila. Lingrave, Leona. Ich weiß noch nicht, wo Leyndell ist denn hier? Ach, da haben wir uns mal hin teleportieren lassen, wa? Schnubbel, ich glaube, das ist die schwierigste Scheidung, die du vollziehen kannst. Ich mach mal Shareplay neu. Vor allen Dingen, stell dir mal vor, was ist denn, wenn Zeigefinger und kleiner Finger die Finger sind, die... Ne? Und dann hast du Daumen und die anderen beiden. Das ist dann schon ein bisschen doof zu trennen. Warte mal, ich glaube, das ist sogar so. Leyndell kommt später, okay, alles klar. Oh mein Gott, natürlich gibt es fünf Finger und die drei Finger und zwei Finger haben sich vergrabt. Oh, das klingt so weird, ey. Aber wenn du dann deinem Kumpel zuguckst über Shareplay, dann kannst du ja währenddessen gar nicht selber zocken. Das ist richtig. Okay. Chat Ram ist übrigens auch komplett angefickt von Elden Ring. Und ist das Hardcore am Suchten. Also bei uns fehlt eigentlich nur noch Sepp. Was war das? Oh Gott!
Ja! Sehr gut. Handbuch des Rasenden. Das können wir doch bestimmt wieder dem hier Heresy geben. Der sagt dann, oh, böse, böse, gib mal her. Na, glaube ich, drüber hinaus. Wo waren die Handbücher? Verdammte Scheiße. Da warst du eben schon. Hier? Nee. Da. Da. Also. Da. Wait, what? Handbuch des Rasenden. Bauplan des Mannes. Achso, mit diesem Wissen könnt ihr euch folgendes herstellen. Klärende Boli. Da. Lindert die Belastung durch Wahnsinn. Ah, okay. Für das Gebiet macht das dann wahrscheinlich Sinn mit dem Turm. Ja, das stimmt allerdings. Nehmt eine. Ja, ja, okay. Brauchen wir nicht. Wie sie hier einfach versteckt rumgammeln. Die Wahnsinn. Ich höre hier wieder so einen Glitzer-Dude irgendwo da oben. Weißt du denn, ob Dennis mit Maus und Tastatur spielt? Ja, der spielt mit Maus und Tastatur. Das ist einfach mega weird, ey. Aber ist weird. Oh nein, das sind... Also sie sollten nicht vom Pferd holen sein. Hallo? Wie das schneller wird! Shabiris Kummer. Also ich glaube, Shabiri hat irgendwas mit Wahnsinn zu tun. Ja, Shabiri ist... Oder Shabiri, oh oh. Ah, oh, den kenne ich! Okay, das war ein Kopf oder was? Ja. Oder auch oder? Nicht. Hä? Das war irgendwas anderes. Wobei, stimmt, wir haben den Kopf gefunden, oder? Das sah nicht aus wie ein Helm. Also ich glaube nicht, dass wir den benutzen können. Glaube ich auch nicht. Was, ein Schild vielleicht? Nee. Ein Talisman, natürlich. Talisman. Zweifel Talisman, logisch. Ich dulli. Da. Zieht gegnerische Aggression kontinuierlich an. Verstörendes Abbild eines Mannes, dessen Augen ausgestochen wurden und dessen Mund beinahe kokett anmutet. Zieht gegnerische Aggression. Angeblich wurden dem Mann namens Shabiri die Augen wegen seiner Verleumdung ausgestochen. Mit der Zeit soll sich dann die rasende Flamme in den leeren Augenhöhlen eingenistet haben. Okay, der Shabiri scheint ein Troll gewesen zu sein. Ich muss kurz Fenster zumachen. Oh, ganz schön arschkalt drauf, ne, draußen. Okay, wieso will man Gegner anziehen? Ja, das kann halt wirklich so ein Koop-Ding sein, theoretisch. Dass du der Tank bist und der andere der Zauberer. Damit haben wir aber dann natürlich gar nichts am Hut, weil wir hardcore-mäßig das Spiel alleine durchzocken. Ich mag das Pferd auch zu sehr, als dass ich es aufgeben wollen würde dafür, dass man rumläuft. Also, naja. Geh mal davon aus, zu zweit ist es halt... Also, nee, Moment. Zu zweit kannst du auch keine Spirits rufen, oder? Das weiß ich tatsächlich gar nicht. Das wäre richtig krass. Also mit drei Leuten gegen Boss ist dann schon heftig. Oh, what the fuck? Das ist ja komplett jetzt zu... Ah, da rollst du jetzt runter, oder was? Ja, der gibt doch Mana zurück, du bist voll. Ach so, lol, ich dachte, das wäre so ein Aschending gewesen. Hm, belastend. Also dieser ganze, hier kommst du nur in diese Area, wenn du durch diese Festung gehst. Ich dachte, das wäre so eine kleine Festung und jetzt sind wir hier irgendwie am Berg drauf. Bist du der Asche-Dude? Das ist der Tränke-Dude, oder? Moment. Boah, da habe ich jetzt aber professionell alles daneben geworfen. Alter, das ist die Ratten. Arsch. Das sind die Ratten. Okay, der ist weg. Ich
Einfach mit dem Talisman die aggressive Page regeneriert. Vorne ist wieder so eine Kackpflanze, hä? Arschloch. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Das klingt so, als würde so ein riesen Drache. Da ist bestimmt ein Bär, der sich daran wetzt, oder? Ah, ne, hier ist noch dieses Mausoleum. Ah ja, okay. Hier rein kann man nicht in den Turm. Wir können höchstens auf die Mauer und da gibt es noch Items. Oder ein Item. Ah, nice. Boah, Adventure Map geht wieder ab. Aber hier ist leider nichts. Oh nein, zu hoch? Nein. Oh. Easy Snack, nicht mal knapp. Wahrscheinlich wäre ein Millimeter weiter mein Tod gewesen. Ja, du hast nicht mal Schaden gekriegt. Also. Ja, stimmt. Okay, keine Ahnung, Alter. Jetzt sind wir hier in diesem Hochding. Immer noch nicht beim Baum, aber beim Baum gibt's zumindest die Gnade, da kann man easy wieder hin. Und hier kann man auf das Tor schauen. Das ist echt cool. Gucken, was das da oben ist. Sieht wieder aus wie eine Kirche. Ja, ist eine Kirche, oh mein Gott. Invasion. Yes. Und wo werde ich invaded? Mach ich platt. Da. Da. Okay, das war ein ganz schlechter Start, muss man leider sagen. Start war kacke. Aber... Madness. 329. Das dauert lange. Das dauert zu lange. Okay, fick dich. Nahkampf wird es. Ah, das ist das, was wir gleich eben gekriegt haben. Währenddessen könnte man natürlich gut zaubern. Das muss ich leider unterbrechen. Alter, wie gut er ausweicht. Können wir aber auch. Aua. Okay, können wir nicht. Oh Gott, wir können nicht viel schlechter. Ach komm. Oh, ganz schlecht. Okay, läuft nicht ganz so gut leider bei mir. Dann zieht er aber auch... Oh ja, jeder Invader hat immer nur eine Flasche, okay. Die Reichweite von unserer L2 ist natürlich auch sehr angenehm. Ja, die musst du aber auch mit einrechnen. Ja, das stimmt. Also weil der Build-Up ist ja hoch. Der hieß alternder Fingerabdruck Weig. Oder ist das... Okay. Was? Fingerabdruck Traube. Und eine neue Traube. Und Weigs Kriegsspeer. Der sah nach Blutung aus. Oder verursacht der Wahnsinn. Das wäre auch geil. Ja, wahrscheinlich, ne? Wobei, Wahnsinn kann ich mir aber auch immer noch nicht vorstellen. Das muss ich ja auch erstmal. Ja, ist wie Frost oder Blutung. Dann macht dann auch wieder nur einmal Schaden. Trauben, ey. Wofür? Ja, für die Lore. Sind nicht unter Herstellung. Die ja. Müssen da, die müssen wir abgeben. Der gelb entzündete Augapfel des Ritters Weig, von einem grässlichen Fingerabdruck bedeckt, ähnlich denen, die seinen ganzen Körper entstellen. Bietet man ihn der blinden Jungfrau an, führt er sie zur Quelle des entfernten Lichts. Ja, okay. Wait, aber das heißt, die Itembeschreibung sagt dir, wo die Jungfrau als nächstes ist. Ach so.
sodass sie zur Fingerjungfer werden kann. Ah. Was ist denn die Quelle des entfernten Lichts? Und wo haben wir die eben hingeschickt? Ich dachte, das stand bei der anderen auch schon so. Ich dachte, das ist das, was mit ihr passiert, wenn sie so eine Traube snackt. Dass sie das entfernte Licht sieht. Ah, okay. Aber das weiß ich natürlich nicht. Okay, okay. Okay, wo ist denn jetzt hier... Ich dachte, Dagger wäre oben. Frenzy gab es doch bei Bloodborne. Ey, an Bloodborne habe ich keine einzige Erinnerung mehr. Kann ich dir ganz, nur, dass der Endboss easy war. Die Harpune haben wir ja auch noch gefunden, stimmt. Im Vergleich. Ja, die ist für Weisheit. Eine Harpune, die Spitze besteht aus geschärften Meteoritenfragmenten. Diese Waffe stammt von den Tonmenschen, die in den Ruinen der Dynastie hausen. Ja, okay. Die haben wir doch schon lange. Ja, ja, aber ich glaube, da haben wir uns nie durchgelesen, oder? Das war kein Spieler, das war KI. Zenix. Guck mal, ist eine Glaubenswaffe, by the way, ne? Schick und Glauben, das Wahnsinn aus. Die macht Feuerschaden. Ein Kriegsspeer verbrannt von einem Fingerabdruck. Diese Waffe stammt von Vaik, Ritter der Tafelrundfett. Wait, what? Vaik? Wie Vaik selbst ist die Waffe von der rasenden Flamme. Der war Dritter der Tafelrundfeste? Wahrscheinlich sind wir von der Tafelrunde alle verrückt geworden. Ja klar, Prox. Habe ich durchgehend auf der Steam-Wunschliste. Contraband Police. Okay, ganz gutes Moveset. Da ganz viele Titel auf der Wunschliste, wo ich endlich mal... Krass. Das ist nice. Also die Wahnsinnsachen sowohl von den Zaubern als auch von den Waffen sind eigentlich ganz geil. Ja, finde ich auch. Mike, ey. Mike Schmike. Aber der Fingerjungfer. Geil. Wer ist das? Erstens Beine und dann Zeit für dies Schlange. Immer noch keinen Kopf. Ah, liebenswerte Person. Hm, das ist jetzt aber nicht unsere Fingerjungfer, oder? Die sah anders aus und da, die hat ja dieses Augenband an. Ja, stimmt. Okay. Okay, das haben wir nochmal erhöht. Okay, Erfahrungspunkte haben wir nicht mal ansatzweise genug. Okay. Okay, ich glaube, hier oben ist da noch nichts mehr. Sollen wir mal gucken, ob die Fingerjungfer immer noch da ist, wo wir die das letzte Mal gesehen haben? Ja, wenn du weißt, wo die ist. Das war, meine ich, bei den geläuterten Ruinen waren, haben wir die das letzte Mal gesehen. Ich weiß nicht. Ganz unten. Die Rüstung von der, was die kann. Oh, meistens haben Stoffrüstungen ganz gute Werte, entweder gegen Magie und oder Feuer. Achso, die wollte ich mir auch noch durchlesen, oder weil sowas. Da muss ja irgendwas erklärt sein. Ich meine, ja, die war hier das letzte Mal. Irgendwo stand die hier rum. Aber die scheint nicht mehr da zu sein. Belastend. Ich meine, die stand direkt hier von der Mauer. Geht die dann vielleicht einfach zu den nächsten? Warte mal, wer war denn der? Wo ist denn die nächste Ruine von hier aus? Nee, das ist... Naja, irgendwie ist da keine mehr. Okay, aber gut. Das ist weird. Dann gehe ich jetzt zum Baum. Vielleicht ist in der, Tafelrunde können wir nochmal gucken. Das stimmt aber auch. Schnubbel sagt, bisher war die immer ungefähr da, wo wir auch das Auge bekommen haben. Das stimmt. Wäre dann aber ja hier. Also das war dann ja
Ja. Ja, das war bei der Kirche. Da sind aber keine Ruinen. Ja, mal gucken. Ciao, Chef Max. Ja, wer weiß, vielleicht eiert die da irgendwo in den Ruinen rum. Achso, warst du schon einmal rum? Nee, aber ich habe hier das Ding gesehen. Das haben wir vorhin, glaube ich, komplett missachtet. Ah, der erzählte mir irgendein Kauderwelsch. Ah, Fürst Weig, anscheinend seid ihr gar kein Fürst. Wo ist er dann? Unser wahrer Fürst, unser Herr der rasenden Flamme. Wir flehen euch an, steckt alles in Brand, was Zwietracht sät und Ungleichheit schafft. Ah, möge das Chaos die Welt verschlingen. Ja, okay. Darf man euch die Position sagen? Nee. Nicht, wenn wir jetzt direkt fragen, so, hey, sag mal, wo die ist. Achso, aber vorher gucke ich mir ja tatsächlich noch kurz die Lore an. Ein Stirnband der Jungfern, die den zwei Fingern dienen. Jungfern widmen ihr Leben einem Befleckten, um mit ihm die Führung und Weisheit der zwei Finger zu teilen. Die führende Hand der Gnade sorgt dafür, dass sich Jungfer und Befleckte auch finden. Zumindest wurde es so vor langer Zeit versprochen. Ja, okay. Und der Befleckte hat die da wohl sitzen lassen. Ja, ohne Witz. Oder ist gestorben. Aber Körper sieht noch fresh aus. Also kann ja nicht so lange her sein. Also die ist jetzt nicht da irgendwie eingefallen oder so. Ah, vielleicht finden wir die nochmal. Ja. Der Wind ist teilweise schon krass. War ja nicht noch irgendwo das Ding? Ja, hier. Oh mein Gott, wie geil. Das ist Zauber. Rasende Explosion. Kurz weg von den Ratten. Ja, die sind weg. Ein Schrei treibt nahe Entschuldigung. Lässt die konzentrierte gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen. Laser-Eyes. Piu, piu, piu. Oh, ne Witz, Alter. Durch Aufladen verstärkt die Wirkung einen gänzlichen Effekt um die Explosion. Der von der rasenden Flamme gebrandmarkte Weig versuchte, ihre Effekte zu kontrollieren, aber er lag nach einem verzweifelten inneren Kampf dennoch dem Wahnsinn. Diese Anrufung ist ein Zeugnis seines Physus-Sieges. Pyrrhus-Sieges. Pyrrhus war doch, ne, du gewinnst, aber eigentlich verlierst du. Ja. Das ist Pyrrhus-Sieg. Cyclops, ja genau. Problem ist halt, dass ihr den Teil schon abgehakt habt für euch. Ah, die ist also irgendwo gespawnt, Christian, wo die hinter uns ist. Ja genau, Erfolg, der mit hohem Einsatz mit Opfern verbunden ist und eher einem Fehlschlag gleichkommt. Das ist ein Pyrrhus-Sieg. Ist auch irgendwie doof, weißt du, wenn sowas nach dir... Wobei... In der Situation ist es natürlich scheiße, auf der anderen Seite, wenn danach ungefähr hunderte Jahre später... Oh, nice. Wenn das hunderte Jahre später immer noch nach dir benannt ist, ist es eigentlich auch nicht so schlecht. Ist ja geil. Wollt ihr eure Waffe nicht mal wieder upgraden? Das können wir nicht, Pinky. Ja, lieben gern, Alter. Lieben gern, wir würden gerne unseren Oleg upgraden und die Waffe, aber wir haben weder... Ja, mach mal den... Wie viel Zeit haben wir noch? 51. Ja, kriegen wir easy hin. Dann machen wir noch den Baum, Peter. Und danach gehen wir da unten die Mine besuchen. Mine. Da könnte man noch Schmiedesteine finden. Wo gehst du jetzt damit? Ja, fand ich ganz nice. Habe ich erstmal mitgenommen. Fehlt euch Schmiedesteine 6 und 7? Ja, wahrscheinlich auch, aber erstmal brauchen wir 4 und 5. Die wirst du halt in den Minen später bekommen. So, da unten war jetzt einiges los, wenn mich nicht alles täuscht. Da waren ein paar Ratten und... Passt. Ach, der wieder. Lull, ist wieder der gleiche. Also. Oleg, let's go.
Oh mein Gott. Okay, der zuhiltet uns, Christian. Er ist okay. Ah, aber dafür gibt es endlich mal wieder so einen Pfahl, ey. Den haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Mhm. Wait. Hier sind aber einige wieder von denen. Mhm. Mischt ihr euch später alle im Kampf ein? Das finde ich aber nicht so. Ich glaube, du kannst sie ja vorher rausnehmen, ne? Ne, ich finde es gar nicht so schlimm, Gommler, dass wir die Gegner mehrfach haben. Also, du sagst recyceln, ja, aber wenn dieser Gegner nur einmal vorgekommen wäre, als Gegner, der den Boss, der den Baum verteidigt, werde ich mich wahrscheinlich nie mehr an den erinnern. Aber dadurch, dass quasi diese Art dafür da ist, alle Bäume zu verteidigen. Oh. Okay, Peter, mal kurz. Ach, Kacke, ey, warum sind wir jetzt so effig hier? Ich glaube, den fetten Baum, den hätte ich gar nicht auf dem Pferd gemacht. Der Baum tut killt die? Okay. Ja, aber ich probiere jetzt hier mal geile rasende Flamme. Oh, das war der falsche Zauber. Das ist ja awesome, ey. Oh. Die hauen schon echt gut rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, sehr gut sogar. Alter, hat er mich genatzt. Wie er genau im richtigen Moment gestoppt hat. Oh, da hinten ist der nächste. Okay, das funktioniert alles nicht so gut, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, setz mich hier. Könntest du mal trinken? Und hinter links hinter dir müsste so ein. Rechts müsste da so ein Vieh sein, was hier die. Oder? Ne, jetzt ist das weg. Hä? War da eins? Also, das hat doch zumindest so geklimpert. Ach, scheiße. Das ist wie damals, wo man diese Steine hatte und Peter immer die Steinchen gegessen hat. Du kannst halt, wenn du mit dem Pferd reitest und schnell reitest, kannst du das super schlecht kontrollieren. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Du hast die Gruppe getötet und dadurch neu und. Oh mein Gott! Das war gemein. Das ist aber nicht der Page. Ach ja, gegen einen Page. Ach, willst du mich veräppeln? Danke.
Oh oh. Habe ich gerade überhaupt nicht geachtet. Oleg ist Vergangenheit. Das ist schlecht. Ich glaube, die anderen Zauber machen mehr Damage. Oh mein Gott. Mehr Damage, weil der benutzt ja selber Blitzzauber. Was denn? Der benutzt selber Blitzzauber. Ich glaube, die anderen Zauber machen mehr Damage gegen den. Ja, aber der eine dauert mir zu langsam und trifft nicht genug gegen einen Gegner und der andere. Ja, scheiße, den hätte ich benutzen sollen. Okay, let's try it. Oleg, let's aber ich finde jetzt durchaus besser auszuweichen, nicht umfährt. Ja, da hast du recht. Solange die Viecher halt nicht mehr ganz so viele sind. Darauf würde ich eigentlich am liebsten warten, dass er die halt wegmacht. So, ich sollte mal hier. Oh nein. Ach scheiße. Genau das soll der die ganze Zeit eigentlich machen, aber manchmal macht er so einen überraschten, einen mich überraschenden Mega-Move. Oh. Passt ja, das macht wirklich viel Schaden. Oleg ist gleich weg. Okay, Oleg. War eine gute Zeit mit dir. Immer wieder gut. Okay, let's go. Oh Gott, und weg. Zu viel. Auch schlechtes Timing. Fuck! Fuck! Was denn? Das war scheiß Timing von mir, Alter. Das war scheiß Timing von mir. Der Greed. Ja, das war nicht gut. Das war nicht gut. Konzentration lässt nach auf jeden Fall. Dankeschön, King Lukas und Michael und Promille, Stormy, Elch, Big Bang, Puff, Matte, TPLC, Fera, Bombel,
Aweins, Arctic Bathtub Pirate, Nachtwache AC. Vielen lieben Dank für euch und alle, die gesubbt haben. Sehe ich das richtig, dass man von den meisten Angriffen nicht getroffen werden kann, wenn man in der Dodge-Roll ist? Genau, ja. Es gibt sogenannte I-Frames, Invincibility-Frames, oder die sorgen dafür, dass wenn du gerade im richtigen Moment rollst, kannst du nicht getroffen werden. Als ob er keinen getroffen hat. Das ist doch Quatsch. Nicht. Wow, ein. Und holt mich direkt vom Pferd. Ich konnte nichts machen. Uiuiui, ey. Der Gegner ist mega easy. Das Schlimme sind die Typen drumherum, ey. Das ist was Kotzen. Hattest du jetzt was an Zaubern geändert? Mm-mm. Und da wissen wir die Kosten. Naja. Hallo. Ja, der soll sich mal ein bisschen damit Oleg beschäftigen. Aber Oleg hat schon richtig auf die Schnauze bekommen, weil Oleg jetzt gegen die einzelnen Typen kämpft. Und der sieht ja einem hinterher rein. Alter. Okay. Oh, guck mal, das war genauso wie bei mir. Ja, moin, Alter. Ich mach die jetzt erst weg, bevor ich den angreife. Holy fuck. Alter, dort hat halt. Sind doch echt One-Hit von hinten, ne? Manchmal werden die zurückgeworfen, manchmal nicht. Ich verstehe nicht. Von alle, ne? Da war schon? Ich glaube schon. Okay. Was ist das? Unser Nemesis, das kann doch nicht sein, dieser scheiß Hurenbaum, ey. Geil ist, es ist halt exakt der gleiche Baum wie an allen anderen Bäumen. Ja. Der ist nicht schwerer, der hat die gleichen Moves, die gleichen Zauber. Ja. Vielleicht macht er ein bisschen mehr Damage? Ja, der wird mehr Leben haben und ein bisschen mehr Schaden machen, aber im Vergleich sind wir halt auch stärker geworden und haben mehr Leben.
Das ist nicht so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Ne. Ach, deren Reichweite ist aber auch insane, ey. Die langsamen Angriffe kriegen direkt auf die Schnauze. Am Anfang sind die auch voll vorsichtig, aber einmal, wenn der Druck einmal da ist, dann ist er da. Ja. Ey, schwere Rüstung würde ich hier nicht nehmen. Also langsam rollen, auf keinen Fall. Ey, da ist das Feuer? Ah, ne, da sind sie. Alter, ich dachte, what the fuck. Okay, der Nachteil von unserer geilen Lasernummer ist, dass das sofort die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das heißt, probieren wir den geilen Blitzspeer als Alternative aus. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich verdrückt. Was trinkst du da eigentlich? Alles. Du hast es vorhanden. Das ist halt ein Flächenzauber, ne? Also, der Blitzspeer ist auch gar nicht so verkehrt gewesen. Der kostet halt auch weniger als das andere. Moment, ich bin hier am Zauber wechseln. Schön war deine Base. Oh mein Gott. Ja, ja. Oleg. Ja, der Oleg ist braucht gerade kurz Verschnaufpause. Zack, da ist Oleg wieder am Start. Vorsicht, jetzt kommen nochmal die Dinger. Ach so. Ah, dann kommen die. Oh nein, oh nein, oh nein. Ach, fuck you. Erstmal gestaggert und dann denkt er sich, nee, jetzt will ich aber auch schon auf den draufhauen, wenn er gerade gestaggert ist. So eine Scheiße. Vor allen Dingen passt das auch genau. Also der Knüppel kommt exakt runter, wenn du dich wieder bewegen kannst. Ah. Habe ich das Gefühl. Ja, ich spam schon Rollen, aber das reicht gerade genau nicht. Ich glaube, der Frenzy Move ist besser. Ja gut, wenn du halt... Aber er hat halt instant die Aggro, ne? Ach so. Beim letzten Mal hast du weniger. Okay. Ach komm. So. Ich glaube, ich bin mit dem. Ups. R2 ist nicht stärkere Zauber.
Nein. Das ist cool. Sitz, Digga. Ah, die gehen auf Oleg diesmal. Jawoll, finally. So. Ja, endlich. Boah, wie stylisch Oleg seine Schwerter wegsteckt. Mhm. Oleg ist auch ein guter. Gesprungene Magie, Schleierträne. Ja, das sind so Dinge, glaube ich, zum Mixen, ne? Also die, oder? Blitzschleier, also Magie, Blitz und Heiligschleierträne haben wir bekommen. Ja. Ja. Verstärkt Heiligangriffe, verbessert aufgeladene Angriffe, verringert den. Achso, nee, Moment. Ja, kurzzeitige Magieangriffstärkung und verstärkte Blitzangriffe. Also, das könnte durchaus ein Angriffspotion sein. Mhm. Wobei wir die, glaube ich, schon sehr gut als defensive Heilung mit Blase benutzen. Ja, finde ich auch. Ja, aber den Baumwächter auch gekillt. Ist hier sonst noch was? Nee, ne? Weiß ich nicht, ich glaube nicht. Was ist das für ein Gebäude, wenn du jetzt nach rechts guckst? Da? Ach, das ist ein Mausoleum wahrscheinlich, ne? Nee. Ja. Doch, das ist ein Mausoleum, ja. Dann gibt's noch die Mine. Wer jetzt auf die Bäume aufpasst, weiß ich nicht. Aber irgendwer wird sich da schon finden. Schade war, wir können leider nicht um eine Stunde verlängern. Aber freut mich, dass es dir gefällt. Easy. Oh nein, da wieder. Ach, hier bin ich, oh mein Gott. Dankeschön, Mentos-Regel für den Resub und Mecha-TV für den Resub. Und das Flo. Ja, schwierige Situation jetzt. Reicht. Warum ist hier alles immer zu? Von da hinten. Ja, ja, die waren schon in der anderen Welt so einfach nur bescheuert. Waren wir hier schon? Glaub nicht. Doch. Okay, scheinbar schon. Ich konnte mich direkt dran setzen. Ist das die Papstkirche? Ja, das ist die Papstkirche, okay. Oh, warte mal, hat der eigentlich auch noch? Greetings. Himmelstau zeigen? Do you possess any celestial dew? Then I would like to share mine concerning the miracle of this Radagon once cleansed himself with celestial dew, repented his territorial aggressions, and swore his love to Rinala. The order of the Erdtree and the fate of the moon were conjoined, and all the wounds of war forgiven. Okay. And so you need only follow Radagon to restore any bond. Ja. Hey, was übersprichst du die Lore? Ja, der hat gesagt, wir sollen uns mit dem Scheiß einreiben, damit die Leute nicht mehr so sauer auf uns sind. Okay. Zauber. Nee, anrufen brauchen wir. Und er hat aber beides. Uns Segensquelle. Schmutz!
So, da müsst... Wait. Hinter uns. So, das vier musst du. Zwei. Wieso ist denn hier schon ein fucking Human 2? Wo zeigt die hin? Ich glaube, ich weiß wo. Ne. Hä? Was zeigst du denn? Hä? Ich sehe sie auch nicht. Naja. Wo sind die vier? Ah ne, das ist dann die eins, wo wir hin müssen. Ja. Ah. Nach Norden. So ein bisschen die Frage im Untergrund. Ja, stimmt. Es kann sein, dass die im Untergrund ist. Das geht tief runter. Uiuiuiuiui. Ach, schon wieder? Ist da noch ein Mausoleum? Ja, sieht so aus. Okay. Crazy. Na gut, man könnte theoretisch auch vom Sumpf aus hinreiten, ne? Ich glaube, das wird man sogar tun müssen. Ist ein Stück. Das ist alles oben. Aber hier kommst du. Achso, kommst du hier nicht runter? Ich glaube nicht. Gute Nacht, Kai Prox. Vielen lieben Dank für deinen Support. Jo, gute Nacht. Ja, das ist schön. Wir haben im Sumpf haben wir auch noch nicht alles gemacht. Das, nee. Das stimmt. So, Südtor. Ach komm, hier kommt man auch nicht runter? Doch, oder? Ja, da muss er aber einmal durch die Vorstadt durch, quasi. Ich würde jetzt gerne hier so, weißt du? Achso, ich glaube, das geht nicht. Du bist auch da sehr weit oben. Haben die schon smart gemacht, die Boys? Jetzt aber. Hallo? Hier waren auch so weirde Viecher, die aus dem Wasser kommen, oder? Lobster kommen aus dem Wasser auf jeden Fall. Wann ist denn die nächste Elden Ring-Runde geplant? Montag. Ach stimmt, das können wir auch anders planen, theoretisch nächste Woche jetzt, ne? Ah ja, stimmt. Ja, Montag finde ich aber trotzdem auf jeden Fall schon mal gut. Ja. Oh. Geht gar nicht. Sind wir dran? Nee. Ach, Leute, das dauert ja noch voll. Es ist ja noch viel weiter. Stimmt, da kommen wir am Mausoleum vorbei. Ah, dankeschön, Steven Magin. Die Wächter des Mausoleums. Oh nein. Bong. Am Montagabends. Streamplan kommt noch. Oh. Oh, da war wieder. Hallo. Sprungner Kristall, okay. Was ist das denn jetzt? Dafür bin ich aber nicht hier. Da war noch eine Ebene über dir, wo du hättest hinspringen können. Da rechts. Die da? Ja. Ey, yo. Bup. 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 Wofür ist denn jetzt gesprungener Kristall schon wieder? Na, gute Frage. Crafting, sagt der Chat, Christian. Also freut uns extrem. Ah, okay, brauchen wir nicht. Das.
mein Crafting wäre halt viel zu krass, wenn du dir so richtig nützliche Gegenstände damit machen kannst, aber so gegen Gift und so die Sachen kann ich ja verstehen, aber die ganzen anderen Sachen, weißt du, verstärkt kurzzeitig deine Ausdauerregeneration. So, das Ding pfeifst du dir rein, dann hast du 5 Sekunden mehr Ausdauer, ja, also, und dann ist das wieder weg. Also, die Töpfe sind echt gut. Ja, die haben wir auch gemacht. Teilweise. Aber so die ganzen... Ah, der ist excited. Ah, ne. Der ist im Kämpfen. So, wie stellt Saaten ihr hier? Oh, wow. Hallo. Oh. Als ob das hinter dich geht. Okay, Leben habt ihr nicht viel, aber dafür haut ihr ganz schön raus. Da hat er hinter sich gezaubert. Okay. Gibt's hier auch die... Oh, da sitzt noch einer. Ja. Ich finde, das hält ziemlich lange. Echt jetzt? Also hält das, sagen wir mal, so einen ganzen Bossfight? Ja, Guardian Corps denkt auch, er hält lang im Bett, aber... Schwarz feiert. Komm, da ist was hinter, oder? Boah, nice. Dunkelschmiedestein 3. Immerhin. Danke, Frau ohne Hände. Selber müde, alter Mann, Norrenrod. Wir können das ja, weißt du, wir haben den Shit ja dabei. Was macht denn das? Verstärkt kurz körperliche Angriffe, ja? Mal gucken, wie lange kurz ist. Wir wollen ja zumindest nicht dumm sterben. Sieht man das irgendwo dran? Ah ja. So. Mal gucken. 1:49 haben wir jetzt. Gucken, wie lange das hält. Oh no. Oh, die kennen wir. Und ist vorbei. Ist weg. War nicht mal eine Minute. Aber da ist jetzt ein ordentlicher Stein auf dem Boden wenigstens. Mhm. 2. Oh no. Ach, ich dachte, du wolltest zaubern. Großer Schimmerstein. Mhm. Oh, okay. Das ist ein Aufzug. Mhm. Da kommt der richtig geile Scheiß jetzt, Christian. Natürlich wird jetzt Shareplay 5 Minuten beendet. Oh Gott. Hm. Ha! Ah, guck mal. Oh, Gewicht liegt mein hinten Gott. Auf der Ferse. Das Problem ist nur, oh mein Gott, hier sind richtig viele Tote, das heißt, boah, nice, boah. Alter. Spielstein 3. Ja, aber das Item da, das ist jetzt richtig insane. Das kann ich! Wir sind echt gleichzeitig da. Der ist genauso nicht gesprungen wie ich, weil er dachte,
Er kann doch springen, weil er noch Boden ist. Das ist doch scheiße. Oh Mann. Ja, da liegt bestimmt ein Pilz. Also bis zu der Stelle habe ich mich aber gut gefühlt, Chat. Ey, das war mega gut. Das war richtig nice. Oh Gott. Oh Gott, hörst du schon. Der Page soll... Ja, wofür hätten wir einen Pagen? Also den würde ich ja wohl da hochschicken. Okay, Chaos Warrior, da bin ich gespannt. Da war es nur eine Kerze. Ja, weil der Chat uns verarscht hat. Und Peter hat Druck. Oh mein Gott! Jetzt komm ich ja doch nochmal dran. Oh, also, hab ich nicht gerechnet. Gott. Der war nice. Wie hast du den denn hier weggebollert, R2? Ja. Ah ja. Zünd ich mir mal ein Lämpchen an. Uiuiui. Sprungner Kristall, ja. Okay, links war einer. Er hält mir echt gar nichts aus. Da rechts halten. Also, ja, hier wissen wir wieder. Du wirst übrigens nicht so zurückgeschlagen, wenn du die Waffe in beiden Händen hältst. Hier muss ich rechts halten. Dann schlägst du einfach durch. Okay. Das stimmt, wofür ist eigentlich hier der... Der Gerät. Der Gerät ist müde. Probieren wir das nochmal. Na! Warum hat er nur einen Schritt gemacht? Ich habe mich nach dem Sprung nicht mehr bewegt. Ey, ich hatte den Controller nicht in der Hand. Ich kann nicht mal was machen. Du kannst ja nicht steuern. Stimmt. Das wäre der Shit, das wäre der absolute Obertroll. Boah, die Clip-Taste bei mir ist gerade aber in harter Benutzung, muss ich sagen. Rutschiger Boden, ja genau. Wir haben halt auch kein Profil unter den Schuhen, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, wie gut sich das springt mit so Eisenstiefeln. Ich weiß noch, als wir für For Honor diese Schuhe anhatten, die nur so Leder sind, die keine Sohle an hatten. Das hat irgendwann richtig wehgetan, damit zu laufen, weil du halt wirklich keine Sohle hast. Sondern einfach wie so ein Stück Stoff dazwischen. Ja, nicht zu weit springen. Mhm. Okay. Okay. Nice. Immerhin nice. Dunkelschmiedstein. What the fuck? Was macht denn jetzt für eine Scheiße? Wieso war denn das jetzt so weit? Hätte ich da sprinten müssen? Das ist doch belastend. Keine Ahnung. Habt ihr schon. Nee, The Batman habe ich noch nicht gesehen. Der kommt doch diese Woche erst raus, oder? Also Donnerstag. Ah, nee, Moment, heute ist Samstag. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich glaube, da hätte ich sprinten müssen. Das ist ja jetzt doof. Aber du musst da jetzt nicht mehr rum, Christian. Ja, das ist ja, deswegen. Also, ich appreciate das schon.
dass du diesen Schmiedstein ist auch so ein tolles Wort. Der heißt nicht Schmiedstein, der heißt Schmiedstein? Nein, der heißt Schmiedstein. Dunkelschmiedstein. Warte mal, das ist dann ein Dunkel... Wegen dem Schmied. Ach so, der Dunkelschmied benötigt diesen Stein wahrscheinlich. Der Dunkelschmied? Anders kann ich mir das nicht erklären. Dankeschön, ja, Ossi Westborn noch für den Resub und Malix und Tepalus und Mentos Riegel und Mietscher und da Flo. Müsst ihr unbedingt gucken, ja, habe ich mir gedacht. King Lukas, Michael. Ich gehe davon aus, dass. Habe ich schon sehr unterschiedliche Dinge darüber gehört. Robert über diesen Pattinson da einen guten Job machen wird. Ich mag halt die düstere Nummer davon. Guck mal. Da ist noch ein Stein. Oh. Alter. Der Aufseher hat zugeguckt. Oh, schön. Jetzt hast du eine geile Regeneration. Nee, ich mach mir Schaden wieder. Da steht doch sogar Schmiedestein. Hey, aber... Der andere heißt... Oh, okay, er ist Dunkelschmiedestein. What? Ja, okay. Ach, wo kommst du denn jetzt her angeleiert? Was? Ich dachte, die verschwitzen, wenn die einmal getriggert sind. Hast du aber jeden mitgenommen? Ja, ich habe halt einfach weiter draufgeschlagen. Ich dachte mir, der zaubert 4. Ich schlucke 4. Aber die sind nicht verschwunden. Ja, du musst die Waffe auch in beide Hände nehmen, damit du nicht die ganze Zeit zurückgeschlagen wirst. Ja, aber dann kann ich nicht blocken. Ja, hast du gerade auch nicht. War da noch ein Gang in die andere Richtung oder war da... Ja, okay. Nee, war irgendwo war hier noch ein Gang. Aber der hier ist... Da war, standest du gerade drin. Genau. Wenn mal von oben. Nee, da. Da kommst du her von oben. Jetzt, hast du da links schon geguckt, ob da noch irgendwo ein Weg ist? Ich meine, da warst du ja gerade erst, als ich dich gefragt habe, aber... Da links? Hier? Also da geht es auf jeden Fall noch weiter, genau. Aber hinter dir ist keiner mehr. Da? Ja, hier. Ja, ich habe gerade nicht genau aufgepasst, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Nee, okay, aber das ist noch so ein geiles Item. Nee, habe ich mich verguckt. Doch, das ist ein Item. Okay. Aha, der nächste Aufzug, das ist gut. Wie du es halt schon weißt. Ey, du musst in den Gang gucken. Hä? Was? Aber hier ist doch der Gang. Da oben ist doch noch... Ist da nicht auch noch einer gewesen? Da hab ich den nicht gesehen. Scheiße, ich bin schon in so einem Automodus, weil die Minen sind... zu. Ah, hier geht's weiter. Oder? Die Minen sind häufig sehr gleich. Also zumindest so vom Aufbau. Oh, das hier ist neu, aber... Ja, moin. Okay, 78.000 Nachrichten. Okay, das ist ein von unserem Verbündeter. Ja, okay. Nice. Geilo. Echt viele Steine. Und jetzt? Ah, da. Das ist aber echt tief.
Mann, der geht aber. Boah. Krass. Oh nee, jetzt mit so einem. Also mal leise. Was ist denn da? Da ist der Aufzug. Jo. Ich dachte, da geht eine Treppe kurz runter. Schade, ich dachte kurz, es sah so aus, als wäre der Kopf von dem geplatzt. Internet, mach kein Mist. So. Achso, das wollte ich gar nicht. Der Batteriezustand von Wireless Controller ist schwach. Okay. Das ist ein Zeichen. Wenn du den Shortcut freigeschaltet hast, ist das Best-Case-Szenario, um den Stream zu beenden. Ja, und wie ziehe ich den Hebel? Ja, du musst dich einfach draufstellen. Achso, der ist ja. Okay. Very good. Wenn wir hier hoch wollten, wir da gar nicht. Ja, aber da kommst du dann hin wegen Feuer. Also, du hast jetzt quasi Shortcut freigeschaltet. Ah ja. Sehr gut. Ja, Brain, ich weiß. Hornox, Horn, Foxen, Nobel, Miau, Miau. Ja, das war ein schöner 20-Stunden-Stream, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Der ungefähr 20 Stunden ging. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Ich weiß nicht, wer jetzt schon die ganze Zeit lang dabei war. Aber bestimmt die einen oder anderen von euch. Ich nicht. Ich auch nicht, ehrlicherweise. Oh, 43 Stunden sind wir jetzt. Ja, 43 Stunden ist schon nicht schlecht. Ich habe das Gefühl, ich frage mich, wie viel Prozent wir tatsächlich geschafft haben bisher. Keine Ahnung. Ich meine, wir haben erst zwei von diesen großen Runen. Ja. Von fünf oder so haben die geredet. Dann wird es wahrscheinlich noch einen großen Endboss geben. Und naja, alleine Gebiete haben wir noch. Drei mindestens. Wo wir noch gar nicht waren. Also das ist, glaube ich, schon mal heftig viel. Ja, glaube ich auch. Also Montag geht es weiter. Montagabend. Ja. Und ja, vielen lieben Dank an alle, die hier supportet haben. An die Mods natürlich, falls noch welche am Start sind. Und euch, dass ihr am Start wart. Dankeschön, Christian. Ja, danke, Peter. Und jetzt raiden wir nochmal wieder jemanden. Ein Zuschauer gerade am Elden Ring Stream. Also, falls ihr noch Bock habt, weiter Elden Ring zu gucken, da gibt's mehr. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Bis dahin, haut rein. Tschüss. Huhuhuhu.